Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World hier bei Crash 4389. Es geht weiter mit Welt 3, 2 Akrobatik und Gitterzaun. Und dann machen wir wieder mit. Ja, Luigi! Wie schon gesagt, wir wechseln jeden Part den Charakter. Das kann doch nicht sein. Ich hätte ihn mit den Tanuki treffen müssen. Na egal, dann nehme ich halt zum Beispiel mal das hier. Ich glaube, dann auch nur mit Luigi kann man da irgendwie nach oben klettern. An den Zäunen kann man sich nicht festhalten. Also an den Gitterzäunen. So wie wir es in den anderen Mario-Teilen gekannt haben. Ja, und ich merke auch gerade erst jetzt, das ist ein Scrolling-Level. Oh mein Gott. Ah! Bist bescheuert! Au! Okay. Das geht schon mal gut ab hier. Ich stelle mich auch ein bisschen an, ich gebe es zu. Okay, da... Ja, den einen Grundstein habe ich zum Glück. Ja, hier muss man Katzen-Mario verwenden, um dort leichter voranzukommen. Geht weg, geh weg. Oh, man. Oh! Was sollte das denn jetzt? Ach, oh Mann. Okay, jetzt haben wir wieder ein Problemlevel. Aber ernsthaftes. Und das wieder mit Luigi, ist ja klar. Zuerst... Zuerst diese Plessy oder wie auch immer dieses Zierungeheuer nochmal heißt. Und jetzt... Das... Gott. Was ist er nicht? Das immer mit Luigi. Der arme Kerl. Dabei ist es doch das Jahr des Luigi. Immer noch. Das Jahr des Luigi ist noch nicht vorbei. Meine lieben... Oh, Freunde, Mann. Halt dich doch irgendwo fest. Oh, du machst mir Schiss. Ey! Nimm doch das Ding wenigstens mit. Boah. Das war knapp. Wie stelle ich das jetzt hier am besten an? Ich glaube einfach so springen. Und dann mich kurz festhalten. Bitte halt dich bloß noch längere Zeit fest. Oh. Hilfe, du machst mir Angst. Wo geht's da lang? Will ich jetzt da lang oder da lang? Da lang will ich natürlich. Hopsa. Schlau. Wirklich schlau von mir. Ich dachte, das würde sich ausgehen. Na toll. Falsch gedacht. Da hast du dich geirrt und stürzt ab. Geht es wieder abwärts. Oh Mann. Ja, Luigi, kommst du da bitte auch mal drüber? Upsa. Hoppala. Alter Schwede. So. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren, dass ich das jetzt auch wirklich mal garantiert packe, Mann. Oh Gott. Schnapp dir das Ding bitte. Yay. Also irgendwie wie ich mir wie in Sonic Lost World den Sprungknopf einfach da... Einfach da weiterspringen. Oh Mann, einfach da drüber über den Zaun. Aber... Das funktioniert ja nicht so. Ist auch klar, das ist wiederum ein anderes Spiel. Wir spielen jetzt wieder ein Spiel bei Nintendo. Ich meine, bei Sonic Lost World hat auch Nintendo seine Finger im Spiel gehabt, aufgrund der ganzen Mario Easter Eggs. Was das Spiel wiederum ein bisschen viel zu sehr Mario-like gemacht hat. Nicht, dass es mich wirklich so unglaublich stört, weil ich mag ja beides ziemlich gern. Sonic etwas mehr, aber das bei Mario mag ich auch wirklich super gerne. Das merkt man auch daran, dass ich auch viele Mario Games auf meinem Kanal habe. Damit kann ich mich auch identifizieren mit Nintendo. So, bitte hoch da. Warum alles in der Welt kriegt er der Depp? Yeah, hohohoi. Da geht's wieder abwärts. Nein! 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 Den Noob-Tanuki nehme ich mir nicht! Das hätte der wohl noch gern. Außerdem brauche ich hier das Katzenkostüm, hallo? Aber nur benutze ich es gerade nicht so richtig souverän. Möchte ich behaupten. Oh Mann. Das ist auch wieder das Problem bei den Scrolling-Level. Die machen mich nur unnötig nervös. Ich hasse sie. So, jetzt auf einmal rennt er, weil vorher ist er noch gekrochen.
Da ist irgendwas mit der Steuerung nicht. Hat irgendwas mit der Steuerung nicht gestimmt. Oder ich habe irgendwie aus Versehen den ZL-Knopf gedrückt gelassen. Oder den ZR. Upsa. Okay, da weiter. So. Vielleicht springe ich da lieber drüber. Upsa. Wow. Ah. Geschafft. So, jetzt bitte schön den Grünstein erreichen. Bitte alles, aber den Grünstein. Oh, Mann! Mario, Luigi! Sei schon Mario, oh Gott. Upsa. Hoch mit dir. Oh, Mann! Kommst du denn mal drüber? Oh, Mann! Oh! Vertieft hier. Ja, natürlich war ein Sprung. Was denn auch sonst? Ja, aber jetzt wieder den Weg zurück. Nein! Nein! Das geht's aber nicht! Die Fail-Parade geht wieder von neuem los. Boah, Mann. Also mit Peach hätte ich sie eindeutig leichter. Fuck. Ja, ich werde kurz müde. Ich möchte aber nachher noch zwei weitere Parts heute aufnehmen, bevor ich es für heute wieder sein lasse. Ist auch klar, weil ich dann auch nächste Woche wieder Parts hochlade. Und also Dienstag und am Mittwoch Parts wieder kommen werden. Und ja, diesen Part nehme ich gerade noch am selben Tag wie zum Release auf. Und dass ich das Katzenkostüm jetzt gerade eben verloren habe, das war wirklich scheiße. Entweder glaube ich, er springt darüber oder er springt. Ich glaube immer, dass er zu weit springt und dann bin ich nur ein kurzes Stück wieder zurück und ja. Wenn ich sicher sein kann, dass ich darauf lande, aber nein. Dem ist nicht so. Alter, jetzt machen wir das Spiel aber aggro. Das sollte es eigentlich nicht tun, das neue Mario. Ja, obwohl, wenn man jetzt gerade von einer schwierigen Situation steht, dann ist es wohl klar wie Kloßbrühe, dass man da leicht aggro werden kann. Ah, Luigi. Reiß dich zusammen. Ah! Danke. So, darauf. Bam. Okay, da muss ich einfach rüberspringen, also durchspringen. Wow. Das ist schon ein bisschen tricky. Okay. Jetzt bitte hol dir den beschissenen grünen Stern und verschwinden wir dann endlich von hier. Nein! Nein! Diese Level! Gott! Will ich nur meine Aggression rauslassen und dann falle ich auch noch beinahe runter. Alter, nicht, dass mich diese Level noch mal mein ganzes Leben kostet, verdammt. Oh, hier. Ich fahre die Kranen aus, ich bin sauer, ich bin aggro. Ah, miau, miau, ich bin ein böses Kätzchen. What? Seh ich gerade einen durchsichtigen Block? Warte, F. Alter, spring doch jetzt mal rüber. Und hol dir bitte, ja, dankeschön. Geht weg. Upsala. Wow. Okay, bitte sag mir, dass du es jetzt darüber schaffst. Es kann doch nicht so schwer sein, Mann. Ein bisschen Skill ist da schon vonnöten. Oh, Mann. Oh. Okay, so viel mal dazu, bitte. Jetzt zurück. Hapsa. Nein, nicht da zurück. Bitte komplett zurück, meine ich. Ha. So, bitte. Oh, endlich. Yes. Checkpoint. In your face.
Ja, ich hab ihn. Ich hab's geschafft. Endlich mal. So, darauf möchte ich vielleicht. Danke. Und ich hoffe, ich finde hier noch den Stempel unterwegs. Ha. Wenn man gerade vom Teufel spricht. Ja, hätte ich die Röhre genommen, dann wäre es vielleicht der größte Fehler gewesen. So, da versuche ich jetzt bitte auch noch hochzukommen, bitte. Schnell, Mario. Luigi. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder Mario. Tut mir leid, Luigi. Ich will jetzt nicht, dich verletzen. Damit. Luigi, bitte jetzt. Reiß dich auch hier zusammen. Das wollen wir jetzt schaffen. Ach, das ist doch nicht wahr. Da springt... Na, natürlich. Begehr halt Suizid. Von mir aus. Oh. Das wäre mir nur recht. Und es wäre mir auch recht, wenn du jetzt endlich mal darüber kommen würdest. Und darauf hol den bisschen Stempel und... Geh da hoch, Mann. Hoch. Mach das auf. Und... Geht mir aus dem Weg. Geht mir alles aus dem Weg. Ich räume mich aus dem Weg. Ach, du blöder Spast, ey. Verdammt. Boah. Ach, je. So. Hapsa. Jetzt kannst du mal beweisen, wie gut du springen kannst, Luigi. So, endlich wäre das geschafft. Der Stempel, die grünen Sterne. Mehr brauche ich jetzt nicht mehr. Außer vielleicht noch das... Die goldene Fahne. Das hat sich auch erledigt. Das war auch sowas von klar. Alter, bremst du mal? Kann er gar nicht bremsen? Ich will bremsen, Mann. So. Das bringt nichts. Da müsste man schon Katze sein, damit man hochkommt. Und das bin ich leider nicht. Oh man, naja. Ach, putzig. Das wundert mich ein bisschen ab. Endlich ein anspruchsvolles Level. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der dir Leben gelassen hat. Ich glaube, das Spiel hat eine geile Musik. Ich habe wegen dem Level meinen Stuhl kaputt gemacht. Okay, schön zu wissen, dass ich nicht das einzige Opfer dieses Levels bin. Macht wenigstens meine Ehre wieder gut. So, jetzt wird's Zeit für den Geisterlevel. Auf zum... auf und ab im Gruselhaus. Da knarrt sie dir die Tür. Luigi's Mansion 3! In HD auf der Wii U. Yay. Ja. Jetzt ist mal eine Frage an euch, liebe Zuschauer und Abonnenten. Es geht ja darum, Luigi's Mansion 2 ist der nach, geh mir gepflegt aus dem Weg. Was ist das? Da schiebt irgendwas. Das ist ein Buhu, ein riesiger. Seht euch das an. Hinter dem Fenster. Glaub's ja nicht. Glaubt ihr jemals an ein Luigi's Mansion 3 für die Wii U? Ich würde es jedenfalls mal richtig abfeiern, wenn das kommen würde. Let's Play wird das auf jeden Fall, da dürft ihr euch drauf verlassen. Ich meine, Luigi's Mansion 2 war wirklich auch schon ziemlich geil. Also könnt ihr auch in meinem Let's Play dazu sehen, wenn ihr Bock habt, dann guckt doch mal nach. Keine Werbung, nur Empfehlung. Weil das Spiel hat es wirklich in sich. Und jetzt hier, wenn wir gerade mit Luigi wieder durch ein Geisterhaus latschen, da kommt man das doch wieder in Erinnerung. Aber eine schöne Erinnerung war das. Der erste Teil kam auf den GameCube. Es wäre schon schön, wenn das jetzt auf der Wii U auch ein neuer Teil kommen würde. Aber da das Jahr des Luigi fast vorbei ist, weil man das Spiel auch nur zur Ehre des Jahres Luigi gemacht hat, hauptsächlich. War es ja der Grundgedanke für das Spiel. Genauso wie Mario und Luigi Dream Team Brothers. Au.
Oder News über Luigi U. Man wollte halt Luigi mal wieder ein bisschen die Ehre erweisen. Und jetzt noch ein Luigi's Mansion 3 für die Wii U. Oh, das wäre so episch. Mal ein Luigi's Mansion in HD. Mit vielen neuen Elementen. Noch zu geile Elementen. Was haben wir denn da Feines? Hoffentlich nicht bloß Münzen, weil ich will auch hier eine... hier einen Green Star bekommen. Da oben. Aber wie komme ich da bitte schön hin? Außer durch die Katzen, Luigi. Alter. Wir bringen hier die Bibliothek durcheinander. Oh. Der zweite. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wo ist der erste? Sag mir sofort, wo der erste ist. Alter, geh weg. Geh weg. Du stinkst. Ich mag dich nicht. Vielleicht hinter dem Sofa. Ja, das Sofa schwebt. Ich glaub's nicht. Und da ist der Stern. Aber mir fehlt immer noch ein Green Star. Oh. Da zum Beispiel könnte sich einer befinden. Oh Mann, da muss ich hier irgendwie hochkommen. Schneller. So. Gleich haben wir es geschafft. Komm, 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 Luigi. Yeah. Alright. Das ist meine geile Idee. Nicht schlecht, Nintendo. Ja, wirklich, fehlt wirklich nur noch ein Luigi's Mansion 3, weil gerade jetzt hier dieses Geisterhaus mit Luigi. Ich würde es mir so sehr wünschen. Ein neues Luigi's Mansion. Oh, das war so episch. Gruselabenteuer mit Luigi. Zum zweiten Mal. Weil den Gamecube-Teil hatte ich leider nicht. Oh, Big Boo. Naja, vielleicht bekomme ich ihn irgendwo noch gebraucht, weil ich könnte auch mir vorstellen... Ach du verdammte Kacke nochmal. Sieht doch verdächtig aus. Aber da ist anscheinend nichts. Ich hoffe nicht. Ich finde immer noch ein einziger Grünstern. Der könnte sich hier in der Röhre befinden. Oh Mann. Das war leider ein Fake, Mann. Vielleicht hier auf der Treppe. Also hier befinden sich nur ein paar Blöcke, sehe ich gerade. Hm. Aber vielleicht da... Och Mann, komm da hoch, Mann. Stell dich nicht so an. Wozu kannst du denn so hoch springen? Aber in näherer Zukunft wird wahrscheinlich kein neues Luigi's Mansion kommen. Aber vielleicht könnte ich mir vorstellen, den ersten Teil auch nochmal zu Let's Playen. So als Vorschau. Vielleicht mal nächstes Jahr ein Halloween. Als Halloween-Projekt. Ich meine, das Spiel selber habe ich jetzt aber noch nicht, aber ich könnte es über einen PC spielen, weil ich jetzt einen stärkeren PC habe. Müsste das funktionieren. Ich sehe es selber auch gerade auf dem Bildschirm. Ey. Das war gemein. Nein, die Tropfen. Das ist geil. Guckt euch das mal genauer an. Der Regen tropft auf die Kamera. Gab es so etwas schon mal in einem Mario-Spiel? Ich glaube nicht. Das ist wirklich ein geiles Detail. Schön in Szene gesetzt. Wow. Also die Zeit des also für die Zeit riskiert man beinahe sein, schon sein Leben. Na du, mein Großer, der aus dem Fenster... der durch das Fenster guckt. Da. Wehe, wenn nicht. Los, bring mich hinauf. Wenn man das erstmal weiß, dass man das Sofa finden kann, um hier hochzukommen, dann... Okay, nehme ich auch so. Muss ich nicht extra die Röhre betreten und vielleicht noch ein Minispiel machen, ein unnützes. So. Zeit, endlich den Ausgang zu erreichen. Ihr könnt mir gar nichts, ihr könnt mich nicht schocken. Ey, das war aber jetzt fies. Ist der nächste auch noch ein Fake oder darf ich mich endlich des Endes begnügen? Jawohl. Oh ja. So habe ich das doch gerne. Ach ja, herrlich. Wieder mal dürfte Luigi seinen Mut beweisen und sich den Geistern im Geisterhaus stellen. Ja, ich meine, Luigi ist ja nicht ist der Ansicht nicht nicht wirklich ein Angsthase. Was? Ah, wieder Casino. Luigi ist an sich ja kein Angsthase.
Aber manchmal ist er schon noch etwas schüchtern. Dennoch aber ist er mutig. Ich meine, das hat er in vielen Mario-Spielen schon bewiesen. Auch gegen Ende von Luigi's Mansion 2. Und auch in Mario & Luigi Dream Team Brothers hat er erst richtig gerockt. Der Gute. Vor allem gegen Ende, wenn er... Naja, ich spoilere es vielleicht nicht, weil der Part ist ja noch nicht oben. Weil ich habe das Let's Play ja schon komplett aufgenommen, aber noch nicht alles hochgeladen. So, jetzt kommen wir mal zu diesem neuen Toad-Level. Was für neue Herausforderungen erwarten uns hier? Machen wir am besten jetzt gleich. Captain Toad und der geheimnisvolle See. Okay, wie wollen wir das jetzt hier anstellen? Ein gutes altes Rätselspielchen. Ja, ich weiß, wie es geht. So komme ich jedenfalls nicht hoch. Ich muss also unter Wasser mich durchbewegen. Aber nicht runterfallen dabei. So, da ist schon mal der erste. Oh mein Gott! Nein. So, schon habe ich einen Treffer einkassiert. Durch diesen blöden Hammerhai. Du bist eigentlich nicht so der wirkliche Hammer. So, wie mache ich das jetzt hier? Oh oh, das war ein Fehler, oder? Nein. Ja, wie komme ich da jetzt weiter? Kann mir das einer mal verraten? Springen kann ich ja nicht. Oder muss man irgendwo springen? Vielleicht da drunter irgendwas? Steckt da drunter doch irgendwas? Ich weiß nicht. Ein Weg? Nein, sieht nicht so aus. Ach, verdammte Kacke. Oh! Hä? Bin ich denn da? Ja, okay. Ich beschwere mich ja nicht mehr. Und da gibt es wenigstens noch einen Superpilz für einen weiteren Versuch. Okay. Dieses Mal scheint es doch ein bisschen komplizierter zu werden, aber nicht allzu sehr. So. Damit haben wir mal diesen grünen Stern bekommen können. Und jetzt mal darauf. So. Muss man auch wieder den Hammer her ausweichen, nehme ich an. Ah ja, darunter muss ich auch irgendwie noch. Darunter muss ich auch immer noch kommen. Und dann muss ich irgendeine Röhre dafür verwenden. Wie komme ich denn an den ran? Ich glaube, hinter diesem Gitter gibt es vielleicht noch einen Weg. Kann ich nicht bewegen? Ja. Hä? Jetzt weiß ich auch, warum man nicht springen kann. Das ist ein schwerer Rucksack, der ihn davon abhält. Da muss ich an den P-Switch da irgendwie nach oben kommen. Hä? Ja, wenn ich da oben geblieben wäre, ich hab's schon kapiert. Ich hab's schon kapiert, Mann. Wisst ihr, wie das jetzt ablaufen soll? Ich müsste wieder darüber kommen. Wie bin ich da jetzt rübergekommen eigentlich? Hä? Wie bin ich denn da jetzt drüber gekommen? Ich war doch hinter den Gitter. Da drüben. Jetzt bin ich wieder völlig woanders. Ach nein. Eigentlich war ich ja schon da durchgekommen. Ich verwechsel wieder gerade was. Oh Mann, die Zeit wird langsam knapp. Ich muss mir jetzt ernsthaft schauen, dass ich das jetzt hier packe. Da kommen ja noch schwierigere Levels auf mich zu. Das muss ich also jetzt mal hinbekommen. So, da bekomme ich jetzt den nächsten grünen Stern, der sich da drunter befindet. Und da kann ich auch diese Röhre schon mal betreten. Und schon komme ich da nach oben. Aber das führt mich in ein Loch. Da ist nämlich ein P-Switch. Ah! Wasserpegel steigt. Aber leider auch der Hammerhai. Okay, ein Stern nur noch. Ein grünen Stern. So. Das schaffe ich. Keine Sorge, keine Hektik. Ja, das geht. Ich hab's geschafft. Ja. Warum also noch der... Wozu noch der ganze Stress? Wozu die Aufregung? Zack. Schon klar, ich habe einen Treffer eingesteckt, aber... Es hat geklappt. Das Ergebnis zählt. Blink, blink. Ein Hauch von Zelda. Das auch. Schon, weil man hier auch Rätsel machen muss. Okay, liebe Leute.
Dann mache ich auch bei diesem Level hier Schluss für diesen Part. Und, ich würde vorschlagen, wir machen den nächsten Part dann auch wieder mit Peach weiter. Und zwar bei... Ja, wo genau? Ah, da. Ja, das passt auch wieder so pink und bunt. Das passt auch perfekt zu Peach bei Panic in Pastel. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Und eure Meinung dazu, sollte ein Luigi's Mansion 3 kommen, beziehungsweise wir bestehen überhaupt die Möglichkeit, dass eins kommt? Eure Meinung ist gefragt. Und ihr wollt dann bestimmt auch ein Let's Play davon sehen, oder? Selbstverständlich wollt ihr das. Naja, aber da frage ich euch lieber selber. Okay, danke fürs Gucken, wir sehen uns, seid gespannt, schaltet wieder ein, euer Crash Fortific 89. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!